Wuppertal. Martina zieht ihre Enkelin Melaine groß. Ihre Tochter Melanie unterstützt sie dabei wenig. Doch heute soll sie sich zumindest finanziell einbringen. Ich treffe mich jetzt mit der Melanie, um den Schulranzen für die Melaine zu holen. Alleine kann ich den Schulranzen nicht holen, deswegen hoffe ich, dass Melanie die Hälfte dabei hat, dass wir uns das jetzt teilen können. Bisher hat Melanie ihre Mutter oft hängen lassen. Martina kann nur hoffen, dass es dieses Mal anders ist. Denn der Schulranzen ist Melaine sehr wichtig. Hallo. Guten Tag. Ich hätte gerne den Schulranzen von Anna und Elsa. Ich hol den mal kurz. Nur etwas mehr als 40 Euro müsste Melanie dazugeben, um ihrer Tochter den Ranzen zu ermöglichen. Hast du das Geld dabei? Nein, habe ich jetzt nicht. Warum nicht? Weil das Kindergeld erst morgen kommt. Vereinbart war allerdings etwas ganz anderes. Sobald Hartz IV drauf ist, melde ich mich dann bei euch und dann gebe ich dir das Geld. Da gibt's nichts groß zu erklären. Das ist halt meine Tochter. Ist abgemacht und dann stehst du da. Dann schiebst du so einen Hals. Das Geld ist im Moment einfach nicht da. Wir heiraten bald. Ich kann es mir nicht aus der Rippen schneiden. Die Hochzeit kostet Geld. Wir fahren im Herbst im Urlaub. Das kostet auch ein bisschen Geld. Ihr habt zum Glück mehr Geld eingesteckt, damit ich das bezahlen kann. Melaine muss also nicht auf den Traumranzen verzichten. Das ärgert mich. Sie kann von Glück sagen, dass ich noch was auf Reserve hatte. War auch mein letztes Geld. Also im Schlaf verdiene ich mein Geld nicht. Wenn, dann einmal 95 Euro. Was Wechselgeld ist das Einzige, was ich jetzt noch im Portemonnaie habe. Dann wünsche ich noch viel Spaß damit. Dankeschön. Ich hoffe, die Kleine hat ihre Freude dran. Ja, hoffe. Einen schönen auch. Tag noch. Wiedersehen. Melanie hat ihr Versprechen gebrochen. Martina fürchtet, dass es nicht die letzte Enttäuschung war. Zurück in Berlin. Der dauerarbeitslose Hobbymusiker Stefan bereitet ein neues Musikvideo vor. Als Hintergrund hat er sich das Reichstagsgebäude ausgesucht. Für ihn genau der richtige Rahmen für seine Botschaften. Würdest du denn gerne irgendwie Kohle verdienen? Ja, natürlich, na sicherlich. Na, auf Tour sein und so weiter, da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Also ganz viel zu tun, also zu arbeiten halt. Ne? Hast du dir irgendwie schon auch mal überlegt, vielleicht einfach mal einen normalen Job zu machen? Anything in between, der Musik ist nur Destruction von der Wahrheit. Ne? Also, es gibt keine ordentlichen Jobs, die mehr würdevoll sind. Ne? Das muss Meaning haben, was jeder Mensch tut, finde ich. Du kannst nicht irgendwie 8 Stunden, 40 Stunden die Woche los abrackern. Am besten noch in einer U-Boot-Fabrik oder sowas. Das geht ja gar nicht. Ne? Das muss Meaning haben. Na, sobald da aber so ein Ding kommt, du musst das machen, naja, wo ist denn dann die Freiheit? Ne? Aber hast du noch nie damit geliebäugelt? Ja, das geht nicht. Ich habe 3 Musikprojekte. Na, und das, da hast du gar keine Zeit dafür. Stefan versteht sich als Künstler. Bei mir, wenn ich Musik in meinem Kopf höre, ich sehe ja da keine Noten, sondern ich höre dort 2 Gitarren, 3 Gitarren, Keyboards. Das ist ja, das muss ich jetzt ja erstmal verstehen, was das ist. Das ist time-consuming. Definitiv. Und auf gar keinen Fall kannst du eine Doppelmoral, ein Hypokrat sein und über irgendwas singen, was und dann ja schön bei der Bild Zeitung austragen oder so ein Kram. Das geht nicht, ne? Und alle mauern rum, aber lassen sich bescheißen. Und alles sind so dumm, wären genau die gleichen. Lasst euch doch nicht verarschen, Mann, von denen da drüben. Weil was kriegen die? 20.000? Dass sie den Leuten das aus der Tasche ziehen, das Geld? Ey, das geht nicht. Wann merkt ihr, dass ihr selbst kein Riesenpolitiker braucht? Bist du manchmal so ein bisschen sauer auf den Staat? Yeah, aber hallo, die Politik, boah, der Spasten. Motherfucking, ey. Na, Kriminelle. Die Straßen verrotten und alles, Krankenversicherung gibt's nicht mehr. Was soll das? Also dieses Geld, wo sickert das ganze Geld hin? Ne? Was der 10 Stunden arbeitet, wo geht denn das Geld hin? Ne? Das sehe ich ja nirgendwo in diesem Land. Ein Teil des Geldes landet jeden Monat auf Stefans Konto, in Form von Hartz IV. Es ändert sich nur was mit Leuten eben wie mich. Ne? Leute, die eben arbeiten gehen und die sagen, ja, ich nehme alles hin. Da wird sich hier in dem Land nichts ändern.
Das kannst du vergessen, ja. Stefan lebt für die Musik und nicht von der Musik. Aber auch ein solches Lebensmodell muss finanziert werden. Wuppertal. Paul und Martina haben sich das Geld für Melanes Schulranzen im wahrsten Sinne des Wortes vom Mund abgespart. Sie sind gespannt, wie die Kleine reagieren wird. Guck mal. Wer ist da? Was ist drin denn noch? Sieht gut aus. Komm, wir rufen die Mimi, ja. Da wird sich freuen. Melin! Mimi! Hör mal, wir haben was für dich. Neue Sachen. Nein, guck mal da rein, was da ist. Mein Schuh. Momente wie dieser bestärken die beiden darin, dass ihr Weg der richtige ist. Sehr gut? Ja, finde ich gut. Ach, da weiß ich wenigstens, wofür es sich lohnt, so hart zu arbeiten, weil der Kleine noch einen Schulturnis verkaufen konnte. Ach, übrigens, mit dem Schulzulester, Mella hatte wieder nicht das Geld dabei, ne? Das habe ich dir sofort gesagt. Ich sag, ich hätte mit dir wetten können. Von heute auf morgen sagen, nee, habe ich nicht. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Wenn ich irgendwas kaufe, wenn ich irgendwas will, dann lege ich mir das Geld auch auf Seite. Und sie wusste lange genug, dass sie dabei tun wollte. Ja, wie viel Geld haben wir eigentlich jetzt noch? Ja. Wenn du jetzt die Schultournee ist, haben wir ja jetzt bezahlt. Ja, 5 Euro. Ja, komm mal weit mit. Ja. Ja, 10 habe ich noch in der Tasche, also 15. Der Monat hat gerade erst angefangen. Nie hat Martina einen neuen Job so sehr gebraucht wie jetzt. Danke. Danke. Bitte, Mimi. Bitte schön, danke schön, mein Schatz. Hast dich ja gefreut, wohl? Ne? Hast dich so gefreut auf den Schulturnister. Frankfurt kurz vor 12:30. Christian, Nathalie und Christians Kumpel Marco wollen mal wieder feiern gehen. Großer Vorteil, sie müssen am nächsten Tag nicht früh raus, da sie ja keinen Job haben. Ja, ja, dann gehen wir heute mal in so einen Django, also Latina Hip-Hop-Bar, was meine Freundin halt auch mal so gerne mag, so was ihre Musikrichtung ist. Wie oft geht ihr ungefähr feiern? Also wenn es zulässt, gehen wir jedes Mal so unter der Woche oder am Wochenende feiern und ja, es macht auch Spaß. So unter der Woche feiern und sowas geht ja eigentlich auch nur, weil ihr halt nicht arbeitet, ne? Wenn ihr einen Job hättet, wäre es was ganz anderes. Dann muss ich halt gucken, wie ich es mache, ja. Ob ich dann krank mache oder nicht, das muss ich dann halt immer so überlegen, ob das halt eine gute Idee ist, so. Aber ja, sonst lässt sich das meistens so einrichten. Die drei machen sich auf den Weg zum Latino-Club. Den Abend dort bestreiten sie mit Geld, das sie eigentlich gar nicht haben. Also ich habe 100 Euro dabei, die ich auf den Kopf hauen kann, ja. Woher kommt das Geld? Ich habe das halt vom Freund geliehen, habe ich mir das Geld. Und der kriegt es dann halt Ende des Monats dann halt. Feiern auf Pump? Für Christian und Nathalie ist das kein Problem. Man sollte sich schon mal was gönnen. Nur weil man jetzt Hartz-IV-Empfänger ist, heißt nicht, dass man sich nichts gönnen muss. Sollte sich die schwangere Nathalie nicht lieber zu Hause schonen, als sich im Club die Nächte um die Ohren zu schlagen? Ich weiß, dass es definitiv nicht der richtige Ort für eine Schwangere ist, aber ich wollte halt feiern gehen und ja, deswegen. Deswegen zieh ich jetzt auch durch und gut ist. Ist schon der Auto gegen uns auf der Lecke? Ja. Warte ich jetzt einfach mal kurz hier, ja? Das hier bitte aber an der Bar. Okay, alles geil. Während Christian und Marco auf die Toilette verschwinden, wird es für Nathalie alleine an der Bar ungemütlich. Sie fühlt sich von den Blicken und Tanzbewegungen der anderen Männer angemacht. Unser Team hat von einer vermeintlichen Belästigung nichts mitbekommen. Doch Christian ist auf 180. Ich gebe keine rubischen.
Die drei begeben sich auf die Suche nach dem Mann, der Natalie angeblich belästigt haben soll. Boah, Digga, das ist gerade ein bisschen zu viel, Alter. Also irgendein Typ meint, sie anzumachen und es geht dann gar nicht. Und dann, mein Kopf ist dann halt auf dem Modus so. Eigentlich auf den eigentlichen Weg, wie ich eigentlich wirklich bin, eigentlich kaputt schlagen auf der Tanzfläche. Der Club ist für die schwangere Natalie der völlig falsche Ort. Ich mach noch nicht mal was und die kommen trotzdem. Keine Ahnung warum. Ja, auf jeden Fall, seine Zähne werden draußen so normal kaputt schlagen, kaputt. So ab, dass er ins Krankenhaus zwar noch lebt, aber nie wieder irgendeine Frau anfasst oder so. Nee, es ist. Geht gar nicht mehr, Alter. Christian und Natalie haben in vielen Dingen eine ganz eigene, manchmal gefährliche Weltsicht. Mit der Realität hat sie jedoch meist wenig zu tun. Im Wuppertal braucht Martina nach dem verlorenen Job als Ordnerin dringend Ersatz. Sie hofft, dass sie beim Probearbeiten neulich überzeugen konnte. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch wegen neuer Putzstelle und bin jetzt super aufgeregt. Ich habe nichts gehört von der Dame. Möchte jetzt gerne wissen, ob die mich jetzt annimmt oder nicht. Gerade wegen der zusätzlichen Ausgaben durch Melanes Einschulung braucht sie ein Zusatzgehalt mehr als dringend. Ich wollte nur mal sagen, also das, was Sie so gemacht haben, hat mir ganz gut gefallen. Deshalb habe ich mich für Sie entschieden und ich freue mich, wenn Sie dann zu unserem Team gehören. Ich freue mich auch. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen für den Anruf, sonst hätte ich mich heute noch gemeldet. Ja, danke schön. Dann freue ich mich auf Montag. Auf Montag. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ey, geil. Geil. Einfach happy jetzt. Die hat mir jetzt eine Teilzeitstelle angeboten. Ich hab den Job, ich bin voll happy. Ich freue mich richtig, wir haben noch mehr Geld. Und obendrein können Martina und Paul ihrem angehenden Schulkind Melaine noch etwas viel Wichtigeres mit auf den Weg geben. Dass sich Einsatz und Arbeit auszahlen.